Herzlich willkommen zu meinem Videobeitrag. Ich werde euch etwas über interne Optimierungsstrategien erzählen. Dieses Video ist im Rahmen der Lehrveranstaltung Seminar an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften entstanden. Bevor ich mit dem eigentlichen Inhalt beginne, möchte ich kurz auf die Gliederung meines Beitrages eingehen. Die Präsentation werde ich mit einer kurzen Einleitung beginnen und anschließend auf die Abarbeitungskette von regulären Ausdrücken eingehen. Danach werden wir gemeinsam verschiedene Optimierungsstrategien erarbeiten. Diese Präsentation werde ich dann abschließend mit einem kurzen Fazit beenden. Unter internen Optimierungsstrategien sind Optimierungsmöglichkeiten für Implementierung von regulären Ausdrücken zu verstehen. Das heißt, wir werden uns in dieser Ausarbeitung nicht mit der Gestaltung von möglichst effizienten regulären Ausdrücken beschäftigen. Es gibt zwei Ansätze von Optimierungsstrategien. Diese sind eine bestimmte Arbeit schneller erledigen und unnötige Arbeit vermeiden. Wenn eine Regex-Implementierung beispielsweise merkt, dass ein bestimmter Teil eines regulären Ausdrucks beim Finden eines Treffers keine Rolle spielt, können unnötige Operationen übersprungen werden. Das grundsätzliche Ziel hierbei ist die Zeitersparnis. Schließlich machen Optimierungen nur dann Sinn, wenn unnötiger Rechenaufwand eingespart werden kann. Bevor wir uns mit Optimierungsstrategien beschäftigen, müssen wir zunächst ein Verständnis für die Abarbeitungskette von regulären Ausdrücken haben. Wenn ein regulärer Ausdruck auf eine Suchstring angewendet wird, werden folgende Schritte ausgeführt. Auf der rechten Seite ist gleichzeitig ein Beispiel zu sehen, das die Abarbeitungskette darstellen soll. Zunächst wird der reguläre Ausdruck auf syntaktische Fehler geprüft und falls korrekt in eine interne Form kompiliert. Anschließend setzt das Getriebe die Regex-Maschine auf die erste Position des Suchstrings. Unter dem Getriebe ist eine Schaltvorrichtung zu verstehen, welche die Regex-Maschine auf den Suchtext ansetzt und die Position auf dem Suchtext weiterschaltet. Die Regex-Maschine arbeitet sich danach Komponente für Komponente durch den regulären Ausdruck und den Suchstring durch. Wie das konkret funktioniert, haben bereits meine Kommilitonen aus der Gruppe Blick unter die Motorhaube ausführlich behandelt. Wenn ein Treffer nun gefunden wird, ist die Suche erfolgreich beendet. Wurde aber an der aktuellen Position im Suchstring kein Treffer gefunden, schaltet das Getriebe weiter und setzt die Regex-Maschine an der nächsten Position im Suchstring an. Und die Maschine beginnt dort wieder bei Punkt 3. Wenn an keiner der möglichen Positionen im Suchtext ein Treffer gefunden wurde, wird ein Fehlschlag für den gesamten regulären Ausdruck zurückgegeben. Nun schauen wir uns die Optimierungsstrategien an. Beginnen werden wir mit der Optimierung vor der eigentlichen Suche. Bei guten Regex-Implementierungen kann unter Umständen bereits vor Ansetzen eines regulären Ausdrucks auf einen Suchstring Arbeit eingespart werden. Zunächst schauen wir uns die Strategie Kompilations-Caching an. Wir wissen, dass reguläre Ausdrücke zuerst auf Korrektheit geprüft und in eine interne Form übersetzt werden. Diese internen Übersetzungen werden bei dieser Technik in einem Cache aufbewahrt. Die abgespeicherten Formen können auf diese Weise bei Schleifendurchgängen beispielsweise wieder verwendet werden. Das benötigt zwar mehr Speicherplatz, ist aber recheneffizienter. Bei diesem Mechanismus wird zwischen dem integrierten, prozeduralen und objektorientierten Ansatz differenziert. Diese möchte ich nun grob beschreiben. Beim integrierten Ansatz wird jede Regex mit einem bestimmten Code verbunden und bei mehrfachem Gebrauch wird immer auf den Programmcode zurückgegriffen, der beim ersten Mal erzeugt wurde. Beim prozeduralen Ansatz wird eine entsprechende, vordefinierte Funktion aufgerufen, wohingegen beim objektorientierten Ansatz der Entwickler und nicht die Implementierung entscheidet, wann eine Regex kompiliert werden soll. Ihm stehen dafür Konstruktoren und spezielle Methoden zur Verfügung. Nun möchte ich euch ein kleines Beispiel zum Kompilations-Caching vorstellen. Wir sehen hier drei Datensätze, die jeweils einen Nachnamen, einen Vornamen und eine Telefonnummer von einer bestimmten Person beinhalten. Nun möchte ich mit Hilfe einer Vorschleife und diesen regulären Ausdrücken den Nachnamen, Vornamen und die Telefonnummer herausfiltern und speichern. Mit Hilfe dieser Optimierungsstrategie ist es nun so, dass die regulären Ausdrücke beim ersten Schleifendurchlauf kompiliert und im Cache abgespeichert werden. In den darauf folgenden Iterationen wird auf dieses Kompilat zurückgegriffen und auf diese Weise eine gewisse Recheneffizienz erreicht. Eine weitere Optimierungsmöglichkeit für eine Implementierung ist die vorläufige Suche nach einzelnen Zeichen oder festen Teilstrings im Suchtext. Vor der Anwendung eines regulären Ausdrucks auf einem Suchstring wird geprüft, ob im Treffer ein festes Zeichen oder fester Teilstring vorkommen muss. Anschließend wird in dem Suchtext nach diesem mit einem schnellen Suchalgorithmus gesucht. Beinhaltet der Suchtext nicht das entsprechende Zeichen oder den Teilstring, wird der reguläre Ausdruck nicht angewendet. Hierzu ein kleines Beispiel. Folgender reguläre Ausdruck und Suchtext sind gegeben. Wie wir sehen können, enthält der reguläre Ausdruck einen festen Teilstring. Die Implementierung sucht zunächst nach diesem festen Teilstring in dem Suchtext und findet ihn in diesem Beispiel.
Daraufhin setzt die Implementierung ihre Regex-Maschine auf den Suchtext an. Andernfalls würde die Implementierung die Regex-Maschine nicht auf den Suchtext ansetzen und entsprechend Zeit und Arbeit einsparen. Ein letzter Optimierungsmechanismus in diesem Gebiet ist die vorzeitige Prüfung auf Mindestlänge. Mithilfe des regulären Ausdruckes wird ermittelt, wie lang mögliche Treffer sein werden und somit eine Mindestlänge für sie definiert. Anschließend wird die Länge des Suchtextes geprüft. Ist der Suchtext kürzer als die erforderliche Mindestlänge, wird der reguläre Ausdruck nicht auf den Suchtext angewendet. Auch hierzu habe ich ein kleines Beispiel für euch vorbereitet. Folgender reguläre Ausdruck und Suchtext sind gegeben. Der reguläre Ausdruck erzeugt bei seiner Auswertung immer ein Matching der Länge 13. Nun überprüft die Implementierung, ob der Suchtext länger als 13 Zeichen ist. Wir sehen, dass der Suchtext länger als 13 Zeichen ist und die Implementierung legt mit der Auswertung los, indem sie die Regex-Maschine auf den Suchtext ansetzt. Jetzt kommen wir zu dem Gebiet der Optimierungen mit dem Getriebe. Wenn die Regex-Implementierung im Voraus nichts über die zu erwartenden Treffer feststellen kann, ist es eventuell möglich, die Anzahl der Positionen zu reduzieren, an denen die Regex-Maschine angesetzt werden muss. Eine Strategie ist die Optimierung mit Ankern. Wenn ein regulärer Ausdruck mit einem Anker beginnt oder endet, kann der reguläre Ausdruck ausgehend von diesen Positionen getestet werden. Alle anderen Positionen werden von dem Getriebe ausgelassen. Als mögliche Anker kommen Zirkumflex und \a für den Zeilenanfang und $\z sowohl klein als auch groß für das Zeilenende in Frage. Um das Verständnis zu festigen, habe ich auch für diese Optimierungsstrategie ein Beispiel vorbereitet. Gegeben ist der Suchtext "Ich finde reguläre Ausdrücke toll" und die beiden folgenden regulären Ausdrücke. Der erste reguläre Ausdruck setzt mit dem Anker das Getriebe auf die nullte und der zweite reguläre Ausdruck auf die letzte Position im Suchstring. Von dort wird die Auswertung der regulären Ausdrücke gestartet und auf diese Weise unnötige Arbeitsschritte eingespart. Eine weitere Optimierungstechnik ist die Optimierung mit dem ersten Zeichen. Es hat eine ähnliche Funktionsweise wie die vorläufige Suche nach einzelnen Zeichen oder festen Tie-Strings im Suchtext, das wir bereits besprochen haben. Es wird geprüft, welches Zeichen als erstes mit dem regulären Ausdruck gematcht wird. Danach wird das Getriebe so gesteuert, sodass der reguläre Ausdruck beim Vorkommen des ersten Zeichens angesetzt wird. Alle anderen Zeichen bzw. Positionen werden von der Regex-Maschine ignoriert. Ein kleines Beispiel dazu. Wir haben den regulären Ausdruck "finde" und den Suchtext "ich finde reguläre Ausdrücke toll". Die Implementierung erkennt, dass das erste Zeichen des Matchings ein kleines f sein wird und sucht vorab nach dem ersten Vorkommen eines kleinen f's im Suchtext und setzt das Getriebe an die gefundene Position. Ein letzter Optimierungsmechanismus in diesem Gebiet ist die Optimierung mit einer Distanzprüfung. Sie funktioniert gleichermaßen wie die Optimierungsstrategie zuvor. Voraussetzung für diesen Mechanismus ist, dass der reguläre Ausdruck einen festen Tie-String und eine feste Distanz zur ersten Position eines Treffers besitzt. Das Getriebe kann also mit einem schnellen Suchalgorithmus den Suchtext nach dem festen Tie-String suchen und anhand der Distanz die entsprechende Position für die Regex-Maschine ermitteln. Diese Optimierungstechnik funktioniert im Allgemeinen nur, wenn der Tie-String im regulären Ausdruck eine feste Distanz hat. Auch für diese Optimierungstechnik habe ich ein Beispiel vorbereitet. Auf der linken und rechten Seite sind jeweils ein regulärer Ausdruck und ein entsprechender Suchtext zu sehen. Wie wir sehen können, beinhalten beide regulären Ausdrücke einen festen Tie-String, und zwar .regex.info. Nun kann die Implementierung mit Hilfe dieser Optimierung in dem Suchtext nach diesem Tie-String suchen und mit Hilfe der Alternationen im regulären Ausdruck die Positionen für den ersten Treffer ermitteln. In dem linken Beispiel haben wir eine Distanz von 4 Positionen, und demzufolge würde das Getriebe die Regex-Maschine genau an dieser Stelle ansetzen. Beim rechten Beispiel würde das nicht funktionieren, weil hier zwei unterschiedliche Distanzen gegeben sind. Mit einem Quantor würde das ebenfalls nicht funktionieren. Nun kommen wir zu direkten Optimierungsmechanismen innerhalb einer Regex-Maschine. Vielleicht die einfachste und naheliegendste Optimierung ist das Verketten von einzelnen Zeichen. Die einzelnen Zeichen werden verkettet und als ein gemeinsames Zeichen betrachtet. Die Verkettung kann auf einmal verarbeitet und auf diese Weise unnötige Iterationen gespart werden. Aus den drei folgenden Zeichen A, B und C wird ein gemeinsames Zeichen ABC generiert und auf einmal verarbeitet. Eine weitere und recht triviale Optimierungstechnik bei Regex-Implementierungen ist das Entfernen von unnötigen Klammern und überflüssigen Zeichenklassen. Diese verursachen nämlich bei ihrer Verarbeitung unnötigen Rechenaufwand. Hierzu zwei Beispiele. In dem ersten Beispiel werden beliebige Zeichen gematcht. Der linke reguläre Ausdruck enthält aber nicht einklammernde Klammern, die vollkommen unnötig sind.
Diese wird von der Optimierung erkannt und automatisiert in den äquivalenten rechenregulären Ausdruck überführt. In dem zweiten Beispiel wurde für einen Punkt eine Zeichenklasse definiert, obwohl es viel einfacher gewesen wäre, es mit einem Backslash-Punkt darzustellen. Auch dies wird von dem Optimierungsmechanismus erkannt und automatisch geändert. Quantoren sind zwar sehr gute Hilfsmittel, aber ihre Verarbeitung ist sehr rechenintensiv. Außerdem werden sie in der zentralen Schleife einer Regex-Maschine behandelt. Die zentrale Schleife ist sehr allgemein gehalten, damit alle verschiedenen Konstrukte von regulären Ausdrücken verarbeitet werden können. In der Regel heißt allgemein, aber auch gleichzeitig langsam. Aus diesem Anlass werden Quantoren in einer kleinen, spezialisierten und daher schnelleren Schleife behandelt. Weiterhin werden Quantoren in Implementierungen dahingehend optimiert, sodass unnötig abgespeicherte Zustände entfernt werden. Nachdem ein Unterausdruck von einem gierigen Quantor gepasst hat, existiert noch eine Anzahl von gespeicherten Zuständen, nämlich ein Zustand für jede Iteration des Quantors. Wie das genau funktioniert, haben wir bereits in einem anderen Videobeitrag kennengelernt. Dies kann mit Ersetzung von normalen Quantoren durch possessive Quantoren vermieden werden. Bei possessiven Quantoren werden diese Zustände explizit nach jedem Iterationsschritt beseitigt. Das ist wesentlich effizienter, als wenn alle gespeicherten Zustände am Ende des Quantors auf einmal entfernt werden. Abschließend möchte ich eine weitere Optimierungsstrategie erwähnen. Dabei handelt es sich um die Erkennung und Vermeidung vom exponentiellen Verhalten. Spezielle Kombinationen von Quantoren können ein exponentielles Backtrack-Verhalten aufweisen und auf diese Weise ein unendliches Matching verursachen. Im Allgemeinen sollte die Anzahl der Iterationen eines Quantors nicht größer als die Anzahl der Zeichen im Suchtext sein. Wenn das dennoch passiert, ist das ein starker Hinweis darauf, dass ein exponentielles Matching stattfindet. Wie kann man das nun lösen? Dies lässt sich auf eine einfache Art lösen, indem man einen Backtrack-Zähler führt und das Matching beendet, wenn es zu viel wird. Eine solche willkürliche Grenze ist aber etwas unglücklich, da somit die Länge des Suchtextes für bestimmte reguläre Ausdrücke eingeschränkt wird. Eine weitere Strategie ist das Verhindern von unnötigen Iterationen. Es ist aber leichter gesagt als getan, weil es sehr schwierig ist herauszufinden, welche Versuche unnötig sind und welche nicht. Nun komme ich zum letzten Teil meiner Präsentation, und zwar zum Fazit. Wir haben gesehen, dass sehr vielfältige Optimierungsmechanismen vorhanden sind. Dennoch darf man nicht vergessen, dass die Performance der Optimierung immer abhängig von der Implementierung ist. Schließlich sind alle Optimierungsstrategien auf unterschiedliche Art und Weise implementiert. Ihr solltet berücksichtigen, dass keine Regex-Implementierung all diese Optimierungstechniken vereint. Warum haben wir aber nun diese Optimierungstechniken untersucht? Weil wir daraus die wertvolle Erkenntnis gewonnen haben, welche Dinge in einer Regex-Maschine schnell und welche langsam ablaufen. Vielen Dank für das Zuschauen und für das Interesse. Ich hoffe, dass euch mein Beitrag nicht nur gefallen, sondern euch auch ein kleines Stückchen bei regulären Ausdrücken weitergebracht hat.